Und Gerrit Schröder, der beobachtet für uns weiter im niedersächsischen Verden die Lage. Guten Morgen, Gerrit. Also, wie ist die Situation bei dir momentan und womit wird noch gerechnet? Ja, guten Morgen, Feli. Inzwischen sind wir wieder nach Sandkrug gefahren. Hier in Sandkrug im Landkreis Oldenburg ist die Lage weiter dramatisch. Hier auch sind die Hubschrauber gestern zum Einsatz gekommen, die auch heute im Laufe des Vormittags wieder arbeiten sollen. Wir können ganz kurz zeigen, was hier genau los ist. Also, der Deich hier an der Hunte, der ist ganz voll mit Wasser von der Rückseite. Und von der Gegenseite wird jetzt mit neuen Sandsäcken das Ganze abgedichtet. Er suppt weiter durch. Und wir können ganz kurz schauen, warum. Hier ist die Hunte und die Hunte steht direkt an der Deichkante. Und das Ganze wäre kein Problem, wenn dieses Wasser nicht schon seit Weihnachten hier steht. Die Feuerwehr hat bereits am 23. Dezember angefangen, diesen Deich zu sichern. Und das zeigt einfach, nach einer Woche ist der Deich einfach durchnässt oder droht abzusacken. Und dieses Absacken kann auch nicht mit normalen Sandsäcken verhindert werden. Wir können ganz kurz zeigen, die Feuerwehr hat jetzt angefangen, mit großen Big Packs diesen Deich zu sichern. Das heißt also, damit die normalen Sandsäcken, die hier aufgelastet werden, nicht wegrutschen von dem Deich, werden große Big Packs vor die Deichkante gestellt, um ein Abrutschen der Absicherung zu verhindern. Und weil der ganze Weg dahinter komplett matschig ist, wurden jetzt Hubschrauber eingesetzt, um diese Big Packs aus der Luft hier abzulasten. Insgesamt sollen heute im Laufe des Tages noch 500 von diesen Big Packs per Hubschrauber aus der Luft hier herangebracht werden. Eine letzte Chance, um diesen Deich zu sichern, denn wenn dieser Deich hier wegrutscht, dann droht dieses gesamte Wasser der Hunte in den Ort zu fließen. Es sind bereits erste Häuser evakuiert worden aus Sicherheitsmaßnahmen und die Feuerwehr versucht weiter in den nächsten Tagen diesen Deich zu sichern. Gerrit, danke schön für diese ganz aktuelle Einschätzung und diese aktuellen Bilder. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.